Willkommen zurück bei Zelda Part 83. Warum nicht so gut gelaunt? Ich bin eigentlich voll fertig. Wir haben laut Spiel 20.30 Uhr. Um 21 Uhr soll hier an diesem Ort ein besonderes Ereignis stattfinden. Was ist das denn jetzt? Ach so. Irgendwas von Discord. So. Oh, interessant. Irgendeine Statue wird jetzt gleich leuchten und dann muss ich da einen Pfeil reinschießen. Und dann sollte ich diese Aufgabe geschafft haben. Noch 5 Minuten. Ah ja, da sehen wir das schon, da sehen wir das. Das ist die Gruselstatue. Ja gut, hat funktioniert. Oh. Da kommt jetzt der Schrein hin. Das ist ein Rätsel, was wir ganz am Anfang hatten. Das habe ich jetzt wenigstens auch gelöst. So, auf jeden Fall, ich war ja heute auf dem Ausflug. Und es war einfach verdammt anstrengend. Also der Ausflug an sich war jetzt nicht anstrengend, aber immer mit so vielen Menschen zusammen zu sein, fand ich irgendwie anstrengend. Also von morgens bis abends 1000 Menschen. Es waren wirklich viele Menschen. Nee, danach war ich einfach ziemlich fertig. Deswegen dachte ich auch erst, komm, nimm heute nicht auf. Du willst wahrscheinlich nicht reden. Aber jetzt hatte ich doch Bock. Jetzt geht's auch wieder. Während du schwimmst, nimm deine Ausrüstung. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt was machen. Hier wird eine Truhe sein. Und wir können direkt durchlaufen. Nee, doch nicht. Ich dachte, die Prüfung war, diesen Schrein zu finden. Die Räder der Zeit. Soll man jetzt hier einfach runterlaufen? Anscheinend. Okay. Glaube ich, erfasse die lieber erstmal, bevor ich jetzt hier sterbe. Ich weiß nicht, wofür man die noch braucht. Ich würde die jetzt aber trotzdem lieber hier rausnehmen. Ja, dann fällt das halt um. Weil ich habe irgendwie sonst. Hätte ich irgendwie Angst, dass sie mich erstacheln. Ich glaube nicht, dass man die noch braucht. Ich wollte gerade sagen, warum kann man das nicht erfassen? Ich will hier raus. Danke. Bitte, ich will hier raus. So, kann man jetzt hier rein? Ja. So, ich möchte da hoch, ich möchte da hoch. Nein, nein. Ach du Scheiße. So, wir müssen da irgendwie. So, jetzt bleiben wir hier und gehen dann, lassen uns so mitnehmen. So, jetzt würde ich hier gerne warten, bis ich da zu der Schatzkiste kann. Nein, 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 nein. Egal, machen wir das Ganze nochmal. Kriegen wir schon hin. Ich nehme mich auch erstmal nicht die Schatzkiste, vielleicht gehe ich auch einfach hier raus.
So. So, dann habe ich wenigstens schon mal hier. Nehme ich die Kiste mit. Yay. So, dann könnte ich jetzt auf jeden Fall mit dem Stasis-Modul warten, bis die Kiste da ist. Das dann anhalten. Und mir die Kiste nehmen. Okay, ignorieren wir das einfach, was ich da gerade mache. Dann ist jetzt der Plan, einfach ganz nach oben zu kommen. Okay, dreht sich das jetzt mal? Jetzt mache ich das gerade, weil ich unsicher bin, wo man am besten hingehen soll. Ach, super. Okay, dann versuchen wir es hier nochmal. Ne, ich weiß jetzt, wie ich das mache. Ich mach... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. So, ich mache jetzt den Cheat-Trick-Eingang. Ja, die kann man ja nicht rausfallen, denke ich. Ach shit, der Eingang dreht sich nicht. Ja, so rum ist besser. Dann komme ich wenigstens auf die Treppe. Ach, das hängt gar nicht zusammen. Okay, ich muss irgendwie zu der Treppe kommen. So. Jetzt warte ich, bis das weitergeht und dann versuche ich da drauf zu springen. Nein, ich hätte noch mehr warten müssen. Oder ich warte einfach hier am Rand. Warte ich jetzt einfach auf das, was kommt. Ich glaube, das jetzt mitzunehmen ist ein bisschen schlauer. Keine Ahnung, was da irgendwann mal, ob da irgendwann mal was kommt. Na, das eine scheint sich nicht mitzudrehen. Das kommt auf jeden Fall nicht näher. Dann nehmen wir jetzt doch das hier mit. So, jetzt bin ich hier drauf geschlittert. So, perfekt.
So, jetzt gehe ich so. Jetzt gehe ich so. Kann man hier hochklettern? Nee, leider nicht. Ich gehe einfach so. Fertig. Yay, ich hab's geschafft. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man müsste es vielleicht nochmal anhalten, aber... So, Zeichen der Bewährung geschafft. Überspringen. So, da müssen wir mal überlegen, was wir jetzt machen. Wahrscheinlich wollte ich in Hateno noch ein paar Rätsel oder Schreine. Den Schrein am Strand oder so. Habe ich jetzt das Rätsel geschafft? Wo findet man das nochmal hier? Ich könnte jetzt der einsame Baum machen. Es war einmal ein Opa. In den Herberbergen ist eine Feder. Was muss man da machen? Es war einmal, da saß ein Opa unter einem großen Baum. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Ich glaube, das will ich doch nicht machen. Moldara Herz. Achso, hier ist doch, was ich habe. Jetzt muss ich gucken. Diese Monsterzutaten. Ich habe ein Bobbling-Herz, ein Oktora-Ballon. Ne, das bringt dann auch nichts, wenn ich das mache. Gerudo-Hochebene, Gerudo-Stadt. Moldara-Herz und der Waffennarr kann ich auch noch nicht machen. Keine Ahnung, was dieses Cinnable Chronicles ist. Ja, da muss ich ja jetzt eigentlich das machen. Das kriege ich alles noch nicht hin. So, dann. Ich weiß, dass da irgendwo noch ein Schrein war, deswegen gehe ich einmal hier hin, nochmal gucken da. Aber sonst würde ich einfach dann das mit dem Baum der Orni machen. So. Hateno Institut. Ich könnte jetzt einmal Bescheid sagen, dass ich in dem anderen war. Wiedersehen. Die kann nichts mehr für mich tun. Und er? Wiedersehen. Okay, die beiden können gar nichts mehr für mich tun. Schade, dann brauche ich hier auch nicht nochmal hinzugehen. Genau, ich wollte in diese Richtung zur Küste. Okay, da ist ein Schrein, den ich auf jeden Fall... Da unten. Zu dem Schrein möchte ich. Ich glaube nur... Plan.
will da zu dem blauen. Dann kann ich von da nämlich zu dem Schrein da im Wasser fliegen. Dann habe ich den nämlich gemacht. Da, ich... Was ist das für eine Spitze? Ich glaube von dem... Wenn es jetzt der falsche ist, ist der falsche. Dann gehe ich dann zu den Orni. Das ist mir dann egal. Aber ich habe das Gefühl von da. Muyimu-Schrein. Nee, das ist überhaupt nicht das, was ich dachte. Und von hier da irgendwie hin vielleicht? Doch. Ich probiere es jetzt einfach aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Man hier vielleicht noch Fahrtwind? Gerade sieht es für mich so aus, als ob man das schaffen könnte. Man muss sich nur gleich irgendwann mal fallen lassen. Wenn man genau da drüber ist. Sieht man ja dann unten aus auf der Minimap. Ja, guck mal, da ist sogar ein Floß. Man könnte da sogar wieder weg von. Da ist sogar so ein Fächer, den man dafür braucht. Perfekt. Ah, hier ist auch ein Grog. Was muss man nochmal machen? Da muss man dann dahin fliegen oder was? Ist gerade kein Bock, kann ich ja gleich irgendwann machen. Ich meine, das war so, man müsste dann dahin. Bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier auf mich wartet. Ist ja immer wieder so eine Art Wundertüte. Könnt ihr mir auch vorstellen, der ist schon etwas schwerer, der Schrein, weil er auf so einer Insel ist. Und man da vielleicht nicht immer direkt am Anfang auch hinkommt. So. Oh nein, das sieht nach Kraftprobe aus. Kraftprobe schwierig. Ja, schwierig, ne? Ja, super. Ich habe nicht dieses Reckengewand an, ich weiß nicht. Ja, komm, wir gehen da wieder raus. Laden. Von da. Ist ja egal, wenn wir da schon mal waren. Können wir den nächsten jetzt nicht. Ne, gar keinen Bock drauf. So, wir gehen in die Kälte. Das heißt, wir brauchen das. Und das. Dieses Oni-Baum-Ding.
Ja, gehen wir da hin. Ich glaube, von da muss man das auch irgendwie machen. Cool, ich kann Fische erwischen, wenn ich rechtzeitig X drücke. Guck mal, ich habe wieder 941 Diamanten, ey, zum Glück. Ah ja, stimmt, da war ja im letzten Part sowas, wo ich Diamanten bekommen habe. Und Frage, ist das da oben der Baum? Warte, was habe ich dann ausgewählt? Tagebuch? Der einsame Baum. Ja, Molly hat mir das erzählt. Wie sieht eine Zeder aus? Ist das sowas wie eine Tanne? Also erstmal diesen Turm, da würde ich gerne noch machen. Und dann glaube ich, dass das da hinten ist. Okay. Nein, was ist das denn jetzt? Egal. So, ich würde jetzt einmal lange X drücken. Ja! Boah, jetzt lass mich doch in Ruhe. Okay, da müssen wir einen Umweg fliegen. Ja! Ja, scheiß drauf, wir gehen woanders hin. Jetzt bin ich ja schon wieder pissig. Ja, ich gehe da hin. Und dann gucke ich mal, wie ich von da aus dann dahin komme. Gut, ich habe mich umgezogen. Nein. Wartet mal. Ja, ich würde eher in diese Richtung gehen. Und gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Weil ich glaube, der Baum ist da oben irgendwo. Einfach da warten und dann weiter hochgehen. Ich weiß, man hätte vielleicht nicht so springen sollen, aber ich hatte gar keinen Bock, irgendwie zu warten. So, sehe ich hier irgendeine Zeder? Ne, ich sag, die ist hier irgendwie hoch. Deswegen möchte ich eigentlich direkt hier weiter hochgehen. Super, hätte ich den Sprung mal nicht gemacht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich gehe mal einfach noch weiter hoch. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die Zeder markieren sollen. Ich war natürlich selten dämlich, dass ich das nicht habe, aber kann ich ja noch machen. Genauso ist es selten dämlich, dass ich hier die ganze Zeit hochspringe. Okay, warum ist da so ein Banner?
ich habe echt gar keine Ahnung mehr, wo ich hier bin, was ich hier mache, warum ich hier so bescheuert rumspringe. Wo diese... Ah, da oben ist die Zeder. Da ist die. Man muss nur diesen komischen Tüchern da folgen. Kann hier bitte ein Croc sein? Boah, das wäre so geil. Weil sonst kommt man da ja nicht hin. Yay! So, jetzt kann ich... Könnte ich auf jeden Fall schon mal irgendeine Tasche wieder verbessern. Boah, hier war doch gerade irgendwo die Zeder. Da oben, sage ich. Das heißt, ich muss hier irgendwie hin. Ich hoffe, bei Schnee kann man klettern, aber ich denke schon. So, guck mal, hier ist eine Plattform. Hier kann er doch bestimmt eine Pause machen. Ja, kann er. Dann geht's jetzt weiter nach oben. Ist auf jeden Fall die ganze Zeit Schneeflocke. Oh, da ist schon wieder so ein Tier. So, perfekt, perfekt, perfekt. Komm, jetzt springen wir hier ein Stück hoch, weil ich weiß, dass der hier eh wieder läuft. Ich mach nichts, Wolf, du lässt mich in Ruhe. Keiner stört den anderen. Das hört sich schon wieder gruselig an. So, perfekt. Noch das letzte Stück. Einfach mal hier lang. Ja, ja, ja. Dankeschön. Hier ist eine Kiste. Feuerfall, geil. Jetzt fehlt nur noch der Baum. Irgendwie dachte ich, der wäre hier. So, wir sind ziemlich, ziemlich... Da ist der Baum. Da machen wir das nächste Mal weiter. Upsi, Leute. Bis dann. Bis gleich.